Privatgelände. Da darf man verbieten, was man will. Oder öffentlich-rechtliches Privatgelände. Da wird öffentlich-rechtlich quasi anstaltsmäßig verboten. Zum Beispiel hier bei der Betriebsgarage des Westdeutschen Rundfunks. Da darf man nur als Berechtigter rein. Und man muss sich trotzdem noch an Verbote halten. Zum Beispiel darf das Auto nicht zu groß sein. Dann darf man da nicht zu Fuß rein. Und man darf nicht zu schnell fahren. 10 Stundenkilometer sind nur erlaubt. Ob sich da immer alle dran halten, ich weiß ja nicht. Verbote sind überall. Und weil Verbote überall sind, werden sie gesammelt und erklärt in diesem Buch. Dieses Buch gehört verboten. Also dieses Buch gehört all den Verboten, über die darin berichtet wird. Frank überall. Es ist untersagt. Warum Verbote uns verwirren und warum wir sie trotzdem brauchen. Jetzt im Buchhandel.